sage einer, es gäbe keine himmlischen Zufälle. Folgendes ist passiert. Bei der Caritas hat eine alleinstehende Mutter von 6 Kindern angerufen und um Hilfe gebeten. Seit ungefähr 2 Jahren wohnt sie mit ihren Kindern auf Matratzen, ohne Schränke, nur aus Umzugskisten, kein Schreibtisch, kein Schrank, keine Lampen, keine Deckenleuchten und auch keine Badezimmereinrichtung vorhanden. Und genau in diesem Moment passiert es, dass ein Hotelier aus der Nähe seine gesamte Inneneinrichtung der Caritas als Spende zur Verfügung stellt. Die Motivation des Hoteliers erklärt er in einem Interview. Erstens ist Otto Brunn die Caritas drüben. Bin ich vorbeigefahren, da kenne ich einen Herrn Myrus von Otto Brunn. Kennen Sie auch vielleicht? Ah ja. Also, und dann ergibt sich das. Also Sie haben gesagt, Sie haben irgendwo Möbel irgendwo abzugeben? Ich habe zuerst angerufen. Ja. Und habe gesagt, die Möbel sind quasi neu. Ja. Bis neuwertig. Das ist alles Beste. Es ist nichts abgenutzt, das ist alles Schreinerqualität. Mhm. Das ist im Grunde beste Handwerksqualität. Mhm. Okay, also hier dann aus familiären Gründen das Hotel einfach jetzt wir lösen das auch nicht, weil es nicht laufend ist, sondern aus gesundheitlichen Gründen. Ja, okay. Es hat sich also durch Zufall ergeben, dass zum gleichen Zeitpunkt, wo Sie was abzugeben haben, auch gleichzeitig irgendwo eine Bedürftige irgendwo da ist, die das wahnsinnig gut brauchen kann. Ja. Vor allen Dingen das, und ich habe ja auch schon selbst für den Otto Brunner Tisch, habe ich schon selber gespendet, Geldbeträge. Und auch für das Maria-Therese-Heim oder wie das heißt in Otto Brunn, da habe ich auch schon gespendet. Also ich finde, man soll im eigenen Land was geben, bevor man was in ferne Länder. Da bin ich also weniger dafür. Wir haben im eigenen Land selber genug Leute, wo wir es brauchen. Und was haben Sie denn für einen Eindruck von unserer mobilen Werkstatt? Das sind doch eine Truppe, oder? Ja, ja. Ihr seid erst. Nachdem ihr das ja freiwillig macht, sozusagen Leute, es werden Leute mobilisiert, die um ein Nichts sozusagen was machen, um andere zu helfen. Und das ist doch allein schon was wert, wenn man die unterstützt. Wo gibt's denn das? Und nachdem man ja sagt, ist, wo ja nicht so ist, aber man sagt es, dass immer weniger Leute für andere was übrig haben. Und ich bin der Meinung, Gott sei Dank lässt das nicht nach. Doch toll. Und auf geht's. Alles wird verpackt und transportiert. Wir fahren nach Bergamo zu einer Frau mit 4 Kindern, die keine Möbel hat und versorgt. Dieter Kuttig, der Initiator der mobilen Werkstatt, erläutert Hintergründe. Das ist eine Ausnahmesituation, weil man gerade die Möglichkeit hat, Möbel zu kriegen. Und lief aber nach den Schränken und nach den Betten halt den Schreibtisch. Und die Lampe musst du weg. Die Lampe habe ich rein, ne? Ja. Okay, und es wird alles gemacht. Von der Lampenmontage bis zur Schrankmontage, Betten aufbauen. Gardinenstangen. Gardinenstange, Lichtanschlüsse. Wir sind im Berg am Laim. In einer von Reichtum nicht gerade gesegneten Gegend. Und es geht in den 6. Stock. Gott sei Dank gab es einen Aufzug, denn alle Möbel in den 6. Stock zu transportieren, würden unsere Bandscheiben
mit Streik beantworten. Nachdem alles ausgeräumt war, haben wir auch gleich den, in Anführungszeichen, Sperrmüll, der in der Wohnung war, auch gleich mitgenommen und abtransportiert. Am Abend ging es dann zum Wertstoffhof und der Fall war erledigt. Aus drei einzelnen Hotelschränken wurde ein geräumiger und platzsparender Dreitürenschrank. Nun kann die Familie unter menschenwürdigen Bedingungen leben. Alle Leuchten sind an der Decke, Schränke aufgebaut, Betten aufgebaut und gleichzeitig gab es auch Bettwäsche vom Feinsten aus dem Hotel. Das ist aber erstmal schön. Jetzt geht's rein. Oben steht. Da ist immer andersrum, gell? Ja? Immer andersrum. Aha. Aber das ist Färbe am Hotel. Ja, das ist schon fast. Jetzt ist die Schraube locker.